Life is a party ist mein Motto, ja. Ich lebe wie ein Millionär, aber ich bin keiner, ne? Die Kombination ist meistens tödlich, wenn eine scharf ist wie eine Axt und noch intelligent. Hey Kids, ich bin Tarek und das ist Deep und Deutlich. Ja. Claudia, wollen wir uns siezen, duzen oder direkt bumsen? Also du studierst mein Instagram sehr genau, ne? Na und? Ja. Einer meiner lustigeren Sprüche, so hat mich mein Herr begrüßt, ne? Und ich gebe natürlich alles weiter, damit wir alle was zum Lachen haben. Du bist für mich die perfekte Anti-Cinderella. Anstatt auf den Prinzen zu warten, ja, der mit einer klapprigen Kutsche um die Ecke kommt, baust du dir dein Schloss einfach selbst. Du hast angefangen als Sekretärin, dann Modeunternehmerin, jetzt Reality-TV-Königin. Und wir schauen uns mal an, wie du das Fernsehen regierst. Wer sagt, dass Geld nicht glücklich macht, hat keine Ahnung vom Shoppen. Meine Rede. Ich schäme mich nicht so. Ich bin so, ja? Also ich bin die deutsche Vita in Geburt, oder? In Person, ja. Ja. Wundervoll Champagne. Nach dem Sieg verdienst du ihn. Nach der Niederlage brauchst du ihn. 249 Euro. Das ist doch der Hit, oder? Dafür kann man es nicht selber stricken. Ist ja total kalt, das Scheißding. Claudia, das waren ja jetzt Memes aus dem Netz, denn du bist ja nicht nur im TV die Queen, nein, du bist ja auch die Queen of Memes. Ich bin begeistert. Angeblich 44 Millionen Klicks und Likes. Ich bin die Memes von Deutschland im Internet. Galerie Arschgeweih verkauft Becher, T-Shirts, Poster, Aufkleber für einen Kühlschrank. Ich sag, macht Kinder, wenn euch das Spaß bringt und kriegst vielleicht einen Dollar. Ich habe gesagt, wenn mal was auf dem Konto ist, dann gehen wir nach Ibiza mal einen richtigen Fass auf, ja. Also ich, life is a party ist mein Motto, ja. Ich bin nicht so geldgierig, wie man vielleicht meinen könnte, ja. Ich muss sehen, dass der Kühlschrank voll wird. Und ich kann auch nicht jeden Tag die Zeche prellen, wenn ich unterwegs bin. Aber für mich steht wirklich in allem der Spaß im Vordergrund. Und das ist, was meine Fans mir sagen. Aber nach Ibiza nimmst du uns dann mit, oder? Ey, ihr könnt nachher schon mitkommen. Ehrlich, dann machen wir bei mir Homeparty. Da. Ey, ich schwöre es dir, müssen wir ein bisschen aufpassen. Im Punkto Corona-mäßig, ne, dann müssen wir eine Party mit sehr, sehr viel Abstand machen. Aber ich habe so einen Test an der Tür und sage, kein Problem. Okay, du hast es gerade schon gesagt, life is a party und der Kühlschrank muss immer schön voll sein. Claudia, Champagner ist dein Ding, das wissen wir. Und deswegen, meine Lieben, Champagner, Champagner bitte. Wow, aber du weißt ja, ich lebe vom Klinkenputzen, aber solange das Putzmittel gut ist, solange man mit Champagner putzen oder kann, da kann man auch weiter Klinken putzen. Putzen mit Claudia und Champagner. Ach, schön. Also erstmal Prost. Chin Chin. Prost, ne? Prost, Prost. Prost. Life is a party, Kinder, ja? Auf jeden Fall. Ja. Das lassen wir uns nicht verderben. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Claudia, normalerweise, ja? Normalerweise gibt es hier eigentlich nur immer kalkiges Leitungswasser. Wir müssen sparen. Und dank dir kommt hier endlich mal ein bisschen Glamour in die Hütte. So geht's vielen Leuten auf diesem Planeten. Wenn ich erscheine, gibt's Bauchschmerzen vor Lachen und ordentlich was hinter die Binde. Du bist ja nicht nur im Netz eine Größe, auch nicht nur im TV. Nein, du hast zwei Luxus-Mode-Boutiquen. Wie kam es dazu? Supermarkt für Luxus, keine Supermarkt. Der eine hat 500 Quadratmeter. Ich habe dich unterbrochen. Schwätz, fertig. Also bitte, du darfst mich immer unterbrechen, liebe Claudia. Ist ja auch egal. Also ich verkaufe Schuhe hier, Claudia Oberschuhe. Schick. Die sind schon bestimmt 10 Jahre alt. Egal. Aber ich bin noch am Anfang meiner Karriere, Leute. Ihr habt noch viel zu erwarten. Du untertreibst ein bisschen, denn du hast ja mal als Sekretärin gestartet und, ja, hast, dir dann gedacht, ich will mehr. Und? I want more. Also alle Vorstandsvorsitzenden haben einmal in die Windeln geschissen. Da muss ich mich jetzt nicht für entschuldigen, oder? Auf gar keinen Fall. Nein, ich will dich doch nur highlighten. Ich muss immer irgendwas machen, was mich zerstreut. Und wo ich meine spontanen Anwandlungen nachgehen kann. Meine Läden, meistens überlasse ich es anderen, also sogenannten Store-Managern oder so. Und bevor es dann ganz in der Grütze ist, komme ich zurück und ziehe es mal wieder hoch. Und man sagt mir zu, ich wäre halt ziemlich unkonventionell.
ich als Sekretärin, ich habe so Zeitarbeit gemacht in eigener Regie. Ich war dann auch in Lugano, in der Schweiz, bei so richtig Reichen. Ne? Und dann habe ich mich immer so gefragt, was können die, was ich nicht kann? Diese paar Hosen da vor dir. Dann habe ich gedacht, nix. Und dann habe ich selber probiert. Der eine Typ hat in 4 Jahren ein Unternehmen aufgezogen und hat für 360 oder 380 Millionen an die Metro verkauft. Verstehst du? Sowas hatte ich dann auch vor. Aber ich kann euch beruhigen, es ist mir noch nicht gelungen, ja, bevor mich alle anpumpt hinterher. Also es ist schöne Scheiße. Aber ich habe immer noch Zuversicht und dann habe ich auch irgendwann mal festgestellt, was mich wirklich ausfüllt und glücklich macht, ist A, morgens ausschlafen, wenn ich wach werde irgendwann um 4, morgens um 4 oder um 6 oder um 8 oder mittags um 12, gucke ich in den Spiegel. Wenn mir gefällt, was ich sehe, gehe ich ins Bad, putze Zähne, dann geht's weiter. Wenn mir nicht gefällt, was ich sehe, lege ich mich wieder hin. Das ist mega geil. Erfolg ist, wird ganz oft gemessen mit oh, Geld. Es gibt so ein Geldding. Aber eigentlich ist Erfolg, okay, du musst dir halt selber was suchen und denken, das ist mein Erfolg. Und wenn ich da bin, dann komme ich da hin. Und ich finde es geil, wenn der Erfolg nicht ist, also nicht, bei dir ist es auch Geld, aber es ist auch der Erfolg von, ja, aber ich will auch einfach ausschlafen. Mein Ding ist es halt, ich will morgens nicht aufstehen. Wenn ich das schaffe, habe ich ein richtig geiles Leben. Ja, es ist, was mir die ganze Zeit so ein kleines Kribbeln in meinem Hirn hervorgeholt hat, war halt so, Erfolg ist ja aber auch so, wenn ein Mensch, die eine lange Krankheitshistorie hat, schafft, endlich mal aufzustehen und ein normales Leben anzufangen, zu führen. Und das auch als Sekretärin jetzt beispielsweise, was du jetzt so krass für dich ein bisschen degradiert hast. So klang es für mich, ich kenne dich kaum, außer von jetzt so. Und auch dann dort wieder ein geregeltes Leben aufzubauen, ist ja auch ein immenser Erfolg für eine Person, die halt zum Beispiel nicht die ganzen Privilegien, die du jetzt echt knall in die Fresse haust, so den Leuten so, was auch okay ist. Das ist deine Art der Marketing so. Nur mir sticht das halt ganz klar voll manchmal in mein Auge, weil ich halt ein bisschen so eine leicht antikapitalistische Haltung habe. Ich brauche diesen ganzen Luxusscheiß nicht so und ich definiere Luxus auch anders und finde das halt irgendwie so. Also du definierst Luxus nicht über Ausschlafen und dass dich jemand aus dem Bett klingelt und das ist ja aber nur ein Faktor von 20 Punkten. Unterm Strich, das ist nur ein Punkt, aber mir sagt niemand, was ich zu tun habe. Morgens ja, fängt an mit dem Aufstehen und so, okay? Ja, ich bin ja auch selbstständig, glücklich als Künstlerin, habe kein Label, manage mich selber, bin eine komplett selfmade Frau. So. Ich finde es schön, dass du voll dein Modus hast. Ja, und ich freue mich sehr, dass du in deinem Modus voll zufrieden bist. Ja, also, weil es gibt nichts Schöneres als Zufriedenheit. Glamour und Luxus, das war ja nicht immer bei dir im Leben so, doch, oder? Doch. Mein Opa war Maßschneider und der hat alles für mich genäht. Meine Mutter auch. Gleich kriege ich einen Shitstorm. Rosarotes Kostüm, sehe ich mich jetzt noch mit 3 Jahren. Rosarot, Chochette. Prinzessin Caroline hatte so eins nicht. Und dann meine Mutter hat Nerz dran genäht. An die Arme, untenrum da. Ich stand da, also ich weiß gar nicht, wie Anushka oder sonst was. Ist ja auch belanglos, ne? Aber mir ging es wirklich immer gut. Ich hatte immer zu essen, ich hatte immer zu trinken, ich hatte immer ein Dach über dem Kopf. Und ich fühlte mich wirklich immer privilegiert. Mich haben sie aus dem Bett geholt, ich musste in die Schule. Okay, das war nicht so geil damals, aber heute zahlt sich's aus. Echt, wenn du in Deutschland auf die Welt gekommen bist, geht's ja schon mal besser wahrscheinlich als 80% der ganzen Weltbevölkerung. Ich habe ja mal ein bisschen geguckt, ne, bei dir auch auf Instagram. Da sieht man ganz oft ziemlich viele hotte, heiße Männer neben dir. Kann ich nur bestätigen, weil alt bin ich selber. Ich liebe die Schönheit, ich liebe junge Männer, ich liebe auch junge Frauen. Und ich liebe die Schönheit, sie ist selten genug, dass ich sie anbete. Was definierst du als Schönheit, wenn ich mal fragen darf? Was definierst du als Schönheit? Was mir gefällt, ja, also Schönheit. Ist es diese klassische Sixpack, bla, bei der Männersparte, klassisch 90, 60, 90, also ein Frau, hübsches oder? Gesicht, warte, so wie Sean Connery. Warte, gleich. Sondern ich würde wirklich gerne wissen, was du als Schönheit definierst. Ob das, reden wir klassisch von außen oder ist es auch eine Kombination mit der Ausstrahlung eines Menschen oder muss es auch, vor allem bei dir, frage ich da auch mal kritisch, in Bezug mit Luxus auch zusammenhängen oder ist das etwas, was auch der normale Bürger, in Anführungsstrichen, bei dir auch erreichen kann, eine Schönheit, als Schönheit gesehen zu werden? Ja, dann muss ich habe dir ja gesagt, ich bete die Schönheit an, weil sie so selten ist. Die Normalität ist leider an jeder Ecke. Aber richtige äußere Schönheit, Schönheit vor innen, also wenn ich Migräne habe, fühle ich mich nicht schön, ja.
Aber ich sage ja, das, was mir gefällt, ist schön. Das, worauf ich Appetit habe, ist lecker. Ob das Leberkäse ist, ob das grobe Leberwurstbrot ist oder ob das Hummer oder Kaviar ist. Ja, also, Aber hast du jetzt zum Beispiel mal einen Lover gehabt, der jetzt ein bisschen mehr dran hat oder war das alles also, Sixpack-Boy? Heute hat gerade ein Ex-Freund von mir wieder da WhatsApp geschrieben, ne? Und der war eigentlich eine ganz große Liebe. Der war über den 50. Geburtstag. Aber der war ein Typ wie hieß der Schauspieler noch? Kurt Jürgens. Groß, stattlich, fett, fesch, ne? Wie sonst. Fesch. Aber hat überhaupt keinen Sport gemacht. Hatte war ein kleines Hängebauchschwein, aber fett war nicht. Aber der war sowas von geistreich und sowas von einem Esprit. Über den könnte ich ganze Bücher schreiben über den Typen. Ich kann jetzt den Namen nicht sagen. Er möchte wahrscheinlich nicht genannt werden. Weißt du? Aber wenn ich ihn dann noch benennen würde, würden viele Leute kennen. Aber eine Wucht, ne? Also auf Instagram, Claudia, sind es eher die sexy Sixpack-Boys. Und meine Assistentin ist in der Regel immer eine Hübsche, ziehe ich mit ihr durch die Lande, verstehst du? Aber sie hat es auch im Kopf. Die Kombination ist meistens tödlich. Wenn eine scharf ist wie eine Axt und noch intelligent. Weil schön und dumm ist für einen Arsch. Aber schön und intelligent, ich bilde mir jetzt ein, das war ich früher. Du bist es heute noch, Claudia, ich bitte dich. Aber lass uns noch mal über eine Sache sprechen, nämlich dein Erfolgsrezept eventuell. Denn wenn man dich so sieht und dir zuhört, dann könnte man denken, ist der Ruf erst ruiniert, lebt die Claudia ganz ungeniert. Warum scheißt du auf deinen guten Ruf? Sag mal jetzt, dass du die Frage stellst, sei legitim, ne? Du könntest die Antwort hoffentlich selber geben, weil das nur was für Kleingeister ist, ne? Der gute Ruf, was soll das sein? Den hängst du gleich an irgendeinen Nagel. Was willst du damit? Ja? Aber warum ist die Meinung von den Nachbarn? Also so kleingeistig waren wir schon zu Hause nicht. Aber warum ist es vielen Menschen trotzdem so wichtig? Ja, weil sie die falschen Illustrierten lesen. Leute, schaltet bloß heute Abend nicht mehr aus. Hier kriegt ihr brühwarm alles gesagt, was ihr für euer Leben braucht. Und was ist das Geheimnis eines jeglichen Erfolgs? Ist, dass es kein Geheimnis gibt. Es sei denn, Fleiß, 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 bis, ja. Morgens um 4 aufstehen, bis nachts um 12 arbeiten. Jedenfalls mal ein paar Jahre lang. Aber du redest ja immer voll in so einem klassischen, Erfolg ist gleich viel Geld und Luxus bedeutet dies und... Nein, Erfolg ist einfach Erfolg. Verstehst du? Wenn du Ärztin bist, nimmst dir irgendwas vor oder Musikantin oder Tänzerin, willst zur Olympiade. In meinem Fall ist es so primitiv, wie dass ich je mehr Geld, je besser. Da bin ich schon, ich pfeife auf Schulterklappen, brauche ich nicht. Ja? Mich muss niemand bewundern. Ich arbeite nicht um mir was zu beweisen oder anderen. Oder wenn ich über die Straße fahre mit meinem Bentley, dass die Nachbarn klotzen, zu was man gekommen ist. Selbstverwirklichung ist für mich Erfolg. Selbstverwirklichung ist ein tolles Stichwort, denn das tust du. Und wenn wir dich beobachten dabei, dann kann man eigentlich nur sagen, du machst dein Ding, du scheißt auf alle anderen und vielleicht so jetzt auch nicht. Ach komm, jetzt sind naja, aber, nicht so drin. Aber latent schon. Ich will schon ihm gefallen und Kakao. Wem willst du gefallen? Dem Moritz möchte ich gerne gefallen. Dem Moritz willst du gefallen. Okay, dann die drei Männer sind doch sehr sympathisch. Dann würde ich mal sagen, Selbstverwirklichung heißt scheinbar auch für Claudia Obert, den heißen Boys zu gefallen. Why not? High five. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Diskutiert super gerne in den Kommentaren und schaut auf jeden Fall auch die komplette Folge in der ARD Mediathek. Deep und deutlich, at its best.